Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Irgendjemand will rausfinden, wer der Rächer ist. Irgendjemand will unseren Namen. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis ab. Gut. Aber das Ganze hier könnte auch eine Falle sein. Auf einmal so ein Zeuge, der seine Aussage machen will. Wir bekommen die Panik. So könnte man uns aus der Reserve locken. Ich traue der ganzen Sache nicht. Na gut, hier drüben sehen wir die Route. Wir müssen schauen, dass wir den Konvoi irgendwie zum Stoppen bringen. Meine Idee wäre es, jetzt schauen, dass wir hier an der Kreuzung, sehr gut, die Kreuzung ist natürlich perfekt, irgendwie die Jungs abfangen und jeden wegholen. Alles klar, die kommen da hinten. So. Wie machen wir das? Granaten. Von der Feuerkraft würde ich am liebsten hier die AK nehmen. Aber die hier hat ein bisschen mehr Munition. Egal, die hauen wir weg. Komm schon. Ist die Ampel rot? Oh yes, sie ist rot. Alles klar, schönes Ding. Mafia-Style. Wow, eine Granate hier hin. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Kannst du kurz? Lass hören. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Alle Einheiten, die US-Scanning hier. Da kommt echt riesen Ärger auf dich zu. So. Okay. Okay. Nur noch die Bullen. Kein Gefangenentransport. Ich wünschte, ich hätte einen Störsender. Ins Gefängnis. Um ein Wort hier mit diesem Zeugen zu reden. Alles klar, nix wie weg hier. Die Bullen sollten mir schon loswerden. Sehr cooler Move. Aber die sind immer noch dran. Oh Mann, ich hasse die Steuerung. Den nehme ich auf die Hörner, passt auf. Die Autos hier sind so super empfindlich. Stopp, sonst schießen wir. Tja, wenn ihr wollt, meinetwegen. Komm schon. Wir werden ihn ran. Bin ich sie los? Einen auf jeden Fall. Alles klar, wir gewinnen hier ein bisschen. Space. Personal Space. Wow, 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 wow. Wo düse ich hier hin? Industriegebiet. Der eine bleibt dran. Der eine bleibt hier wirklich extrem dran. Der hält auf jeden Fall verflucht gut durch. Musik. Nein, keine Musik. Ach, wir sind ja hier in so einem Gebiet, wo es gar nicht geht wahrscheinlich. Ja, die App ist nicht verfügbar. Mann, ich steig gleich aus, baller sie um. Dann habe ich das Problem auch los. Ist das so eine gute Idee hier auf den Gleisen? Wenn jetzt ein Zug kommt, bin ich voll am Sack. Ist die Brücke oben? Oh nein, die Brücke! Das gibt's nicht. Und ich kann keine Brücken hacken. Ich hab Probleme. Leute. Leute, es läuft. Es läuft richtig gut. Oh, verflucht. Aber jetzt bin ich sie los. Jetzt bin ich sie los. Wie sind die so schnell wieder eingestiegen? Endlich ein bisschen Musik. Totenstille die ganze Zeit. Verdammt, die Brücke. Ich wette, die hätten wir hacken können, hätte ich die Fähigkeit gehabt. Komm, die hängen da hinten. Vielleicht fliegt er auch zu Fuß.
Yo, 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 yo. Yo, 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 ich bin raus. LS 983, Bams. Charlie hier. Wir kommen jetzt wieder zurück zur Basis. Wir sitzen hier mit Blooms PR-Leiterin für das CTO. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Ach, Jordi, ist jetzt schon mein Liebling irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag ihn, er hat eine coole Einstellung. So dieses, hey, ich bin ein bisschen verrückt, ich niete alle um. Aber irgendwie bin ich auch ein netter Kerl. Ist irgendwie eine geile Mischung. Also, können wir hier vielleicht eventuell schnell reisen? Wir müssen hier nach oben gehen. Ich bin natürlich wieder ganz am anderen Ende. So, wo bin ich? Ich bin verflucht nochmal, keine Ahnung wo. Ah, hier drüben. Alles klar, ich bin hier. Okay, eine Schnellreise bringt mir hier null. Da müssen wir leider selber fahren. Aber hey, wir haben gute Laune Musik. Ist genau mein Ding. Ist genau mein Stil. Whoops. Alles klar, Freunde. Wir sind hier wieder auf Kurs. Und hier sehen wir die wunderschöne Skyline von Chicago. Dabei diese perfekte Musikuntermalung. Ach ja, das Leben ist schön. Auch wenn ich jetzt gerade ins Gefängnis freiwillig gehe. Das Leben ist schön. Solange ich mein Handy habe, ist alles toll. Nennt man die Dinger noch Handy? Die heißen ja mittlerweile Smartphone. Ich sag immer noch Handy. Sagen die Kids heute auch noch Handy? Schreibt es in die Kommentare. So. Leute, da wären wir. Wir könnten hier drüben wieder so ein Gangversteck machen. Wäre eigentlich auch ziemlich cool. Na, komm, wir machen die Story noch ein bisschen weiter. Hey, das Gebäude hier kennen wir doch. Waren wir hier nicht schon mal? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Neulich habe ich einen Typ gesehen. Ich weiß nicht, was ich von all den Kameras halten soll. Sieht sich irgendein Spinner das an? Palin Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert, mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen! Pierce! Aiden! Smith! Tja, und so kommt man ins Gefängnis, einfach mit einer Waffe in der Hand hineinspazieren und schon ist man drin. Hey,
Du wirst es erst finden, wenn es dir zwischen den Schulterblättern steckt. Ja, ja. Jetzt rein da. Ich bekomme 20 Minuten Prügel, Scheißkerl. Heul nicht rum. Alles klar, hier drüben sehen wir was zum Hacken. Die Bullen, hier haben eine Kamera. Sehr schlechter Winkel. Aber zum Glück bewegen wir uns. Los geht's. Oh, hier drüben war eine. Da komme ich noch ran. So. Was haben wir hier? Eine Konsole. An die Konsole müssen wir irgendwann irgendwie ran. Hier drüben sehe ich noch einen Datenstrom. Da drüben sind wir. Was bin ich? Poolreiniger? Naja, ich hätte mir schon irgendwie einen besseren Job geben können. Alles klar, wir müssen irgendwie da hinten hin. Aber die stehen alle immer so dämlich. Ich muss ja in den Raum hinein. Dreh dich mal um, dreh dich mal um. Der könnte was sein, der hier oben, aber ich komme nicht ran. Besitz versteckte Kamera. Was macht er jetzt? Wer kann mich denn hier bitte schön sehen? Komm schon, komm schon. Komm schon. Und... ich hab ihn. Alles klar, wenn der sich umdreht, sollte ich eigentlich eine sehr gute Sicht haben. Anderen Weg sehe ich im Grunde nicht. Oder der hier oben, der schaut hier direkt in den Raum hinein. Nee, ich bleib bei dem hier. Das ist mein Mann. Yes, ich hab's gewusst. Guter Junge, sehr guter Junge. Jordi, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Okay, wir müssen da drüben hin. Eins runter aber. Oh shit, oh shit, haben die gute Augen. Alles klar, ja, nicht jetzt hier irgendwie Scheiße bauen, denn ich wette, einmal gesehen und das war's. Hier muss man gekonnt durch. Na, komm nochmal hier hin. Und jetzt, Moment, ich will hier an die Ecke lieber. Yep, hier unten steht jemand. Jetzt oder nie. Ah, hier oben ist ja auch noch jemand. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Renn rein, renn rein. Hui, ich bin drin. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Ganz oben? Ganz, ganz oben? Oh! Wir könnten sie niederhauen. Oh nein, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ganz oben. Shit. Was habe ich hier? Entriegeln. Wir kümmern uns um die Verriegelung. Jetzt komme ich hier schon mal durch. Ich muss hier auf die andere Seite kommen. Geht ja im Grunde nur so. Einmal hier so rum. Alles klar, ich gehe mal hier hin. Alles cool, alles cool. Tür ist offen. Ich bin hier in Deckung. Immer noch in Deckung. Komm schon, ich bin beinahe drin. Wow. Wow. Holy shit. Kann ich hier durch? Nee. Scheiße, Mann. Totale Scheiße. Okay, Kamera. Alles klar, hier drüben sehe ich irgendwas. Was kann ich hier machen? Fahrstuhl? Aber der dreht sich nicht. Doch, er tut's.
Wo schaut der denn hin? Geh mal hier drüben hin. Na, so bringt mir das Ganze hier gar nichts. Ich brauche den anderen. Ich brauche unbedingt den anderen. Ob der hier rausgeht? Ich denke nicht. Der bleibt hier drin. Ich sehe null. Jetzt. Er bewegt sich. Alles klar, ich habe den anderen. Ah, hier drüben. Schwupps. Gut, jetzt komme ich hier durch. Jetzt komme ich hier durch. Wow. Wie mache ich das? Das ist schwierig. Das ist wirklich verdammt schwierig. Ja, im Grunde jetzt oder nie. Kann ich hier irgendwie rein oder so? Wo muss ich denn hin? Ah, ich muss hier rein. Oh yes, ich hab ihn. So. Wo geht's los? Hier. Ah, warte mal, der macht ja wieder zu. Das ist so einer. Na, so. Der braucht zwei Seiten. Aber immer noch eine Seite. Moment. Was habe ich hier oben? Den muss ich einmal so rumlenken. Alles klar, ich brauche hier beide Seiten. So. Und... Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Komisch, was? Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Ein Mann, der wirklich komplett im Gesicht tätowiert ist. Noch sehe ich hier keinen. Den hier können wir hacken. Planänderung. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar. Ich hab eine Theorie, Mann. Nein, Mann. Denk nicht mehr an diesen Kerl. Er ist nicht echt. Ich sehe keinen. Der ist hart am Trainieren. Wo ist der tätowierte Mann? Wo ist Walter? Warte mal, der hier drüben. Hat der Tattoos? Nee. Schauen wir mal hier in die Ecke hinein. Na, hier ist noch weniger los. Hallo. Ah. Da haben wir ihn doch. Kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, mir halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht! Nachdem wir mit dir Was fertig habt ihr sind. Vor? Ich gehe nicht mit zur Korruption. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Im Keller. Im verfluchten Dreckskeller. Okay. Ja, nicht die Nerven verlieren. Komme ich hier rein? Kann ich das Ding bedienen? Ich kann es bedienen. Dreh dich um, Junge. Dreh dich um. Bleibt er so? Nee. Wenn ich jetzt renne. Okay, war keine gute Idee.
Der hätte mich gesehen. Wenn ich ihn aus dem Weg räume. Volles Risiko. Bam! Tja, dankeschön. Munition habe ich mehr als genug. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was machen die hier? Oh nein, die schlagen den da drüben zusammen. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es doch nicht. Die haben ihn. Vielleicht ist er tot. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Fick nochmal. Gib mir Namen. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Alles klar, wir können rein. Sag bloß, wir müssen die hier alle umnieten. Ich sehe hier keinen anderen Weg. Die hier nehmen wir mit. Gut. Was haben wir hier drüben? Drogen. Schmerzmittel. Max Payne Style. Einfach reinrennen und losballern? Du hast keine Chance mehr. Anscheinend ja. Bin unter Beschuss! Kein Alarm. Oh, sehr schön zerrissen. Wir haben Verluste. Wie Max Payne. Bam! Beamter verletzt. Achtung, Schüsse! Geh wieder in Deckung. Ich brauche Verstärkung. Deckung. Go, go, go. Da schießt dein Ding euch vor. Über die Seite, los. Geh in Deckung. Ja, so eine gute alte Schießerei in der Wäscherei. No, 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 von hinten. Wow, 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 wow. Das war eine miese Nummer. Noch einer ist am Leben. Auf mich wird... Okay, durchladen. Ohne den Fokus wäre ich jetzt hier am Arsch gewesen. Ziel gesehen. Was zur Hölle? Wieso auf einmal so einer noch? Hör ich hier Hunde? Scheiße, der hält eine ganze Menge aus. Darth Vader. Perfekter Mist. Ich hab ihn. Na was denn noch alles? Officer am Boden. Boah, ich hab sie alle. Gut, sammeln wir ein. Knarren, Geld. Ich nehme alles. Ich nehme absolut alles. Hier drüben ist noch ein bisschen Geld. So, den nehmen wir auch noch mit. Dass man den hier nicht bewegen kann, finde ich irgendwie... Ah, doch, es geht. Cool. Dachte schon. Der würde hier so steif rumhängen. Er hat steif gesagt. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach.
Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Und jetzt Achtung, ganz gemütlich hier raus, oder wie? Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Na toll, hier komme ich nicht durch. Erstmal hier hin. So, Munition sind wir voll. Audio-Log. Und Leute, habt ihr für Rushmore gestimmt? Wenn ja, sorry, meine Schuld. Das ist echt völlig abgedreht. Als wir uns die Bevölkerung vornahmen, kannten wir die Zahlen... LS an alle Einheiten. Oh, verdammt! Ich habe für ihn gestimmt. Natürlich auch, weil das Management verlangt. Alles klar, jetzt wird's mal wieder ein bisschen extrem. Erstmal hier schauen, dass wir zu Fuß rauskommen. Denn durch das ganze Parkhaus hier donnern, man kann es sicher denken bei mir. Man kann es sicher mittlerweile denken. Alles klar, die meisten bin ich ja schon los im Grunde. Wenn ich jetzt hier noch schnell eine Karre finde, dann sollte ich eigentlich ganz gut davonkommen. Fahrzeug, irgendwo hier ein Auto. Warum zur Hölle finde ich kein Auto? Na also, geht doch. Jetzt aber rein hier. Nur noch den Heli loswerden. Und das war's. Wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Hochleistung? Ja, leck mich doch, der ist schnell. Hier spricht die Polizei. Sofort stehen bleiben. Na okay, wird doch nicht so einfach wie erwartet. Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Komm schon, weg mit dir. Halt, sofort. Ich bremse ihn aus. Yes! Wir brauchen hier einen Rettungswagen! Hör zu, Leute, ich ramme ihn. Bleibt dran! Anhalten! Mann, die bleiben hier wirklich verdammt gut dran! Schickt mehr Leute! Ich klopf mal an! Halt! Halten Sie Ihr Fahrzeug an! Zwei auf einmal! Anhalten, das ist dein Befehl! Hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. Los, rammen wir ihn. Go, 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 go. Halten Sie an. Ich wiederhole. Halten Sie an. Nur noch der Heli. Oh nein, da vorne ist eine Sperre. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie ran.
Gegenverkehr. Ich hasse Gegenverkehr. Und verlieren die mich? Ich denke schon. Wir checken jetzt das Gebiet westlich von Leitstelle. Haben die anderen Einheiten noch Sichtkontakt? Alles klar, ich bin raus. Ich bin definitiv raus. Der Heli kriegt mich nicht mehr. Ja, Ende. Schreib deine Fahndung aus. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Demian schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Mission beendet. Natürlich wieder ein neuer Skillpunkt. Was haben wir hier Neues? 10% haben wir mittlerweile. Das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest einen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald.